Meine Frau hat gesagt, ich soll euch sagen, ihr müsst mich alle abonnieren, damit ich von YouTube leben kann, damit die zu Hause bleiben kann. Du bist meine Verabredung. So. Guten Tag, Leute. Ich fahre mal ein bisschen Gassi. Oh, ich habe heute mal schön meine neue, Jacke an, meine neuen Handschuhe und meine Textilweste. Gestern habe ich im Garten an dem Eisenschwein weitergeschraubt. Ich habe auch mit dem Handy ein paar Videos gemacht. Ich weiß nicht, ob es für ein richtiges Video reicht oder ich mache eben nur ein ganz kurzes Video davon. Könnte ich ja auch machen. Ich habe nämlich, was habe ich gemacht? Ich habe den neuen Lenker drauf gemacht, die neuen Griffe habe ich drauf gemacht. Dann wollte ich natürlich auch die Haldespiegel drauf machen. Ja, das hat aber nicht gepasst, weil erstens ganz andere Gewinde und wird bei Harley irgendwie anders befestigt. Also da muss ich dann nochmal gucken, wie ich das machen kann. Alles, was mir oben fehlt, habe ich unten zu viel. Und ich habe ja die ganzen Chromteile mit Autosol alle mal, ich würde sagen, im Schnelldurchlauf mal aufpoliert. Und ey, das sieht so geil aus. Also klar, bei einem fast 30 Jahre alten Motorrad ist nicht überall der Chrom mehr so zu 100%ig geil. Oder beziehungsweise die verchromten Kunststoffteile, da hat man den schon mal ein bisschen so Chromplatzer. Aber ansonsten bin ich echt sehr zufrieden, wie das alles noch ausschaut. Da werde ich nichts lackieren oder so. Dann habe ich noch vorne den ganzen Zusatzscheinwerferkram habe ich abgemacht. Jetzt muss ich aber wieder umdrehen, ich muss nämlich anders fahren. Ich treffe mich nämlich jetzt mit einem Abonnenten, beziehungsweise mit dem Gewinner meines Gewinnspiels, den ich jetzt mein einjährigen Scorpedius Video gemacht habe. Und da konnte man ist nur was ganz Kleines, eine ganz Kleinigkeit. Eine Handyhülle mit meinem Logo drauf, dann so ein Pin mit so einer Nadel hinten dran, so ein Button mit so einer Nadel hinten dran, den man sich irgendwo dran machen kann am Rucksack oder sonst wie was, und noch einen geplotterten Aufkleber. Also ist nur eine Kleinigkeit. Die Handyhülle habe ich bei Dein Design oder wie das heißt machen lassen. Und die ist echt schön geworden. Und das überreiche ich jetzt dem, ich glaube, der heißt Jan Philipp. Also wenn er in echt auch so heißt, zumindest heißt er da bei Insta so. Und ich gehe mal davon aus, dass er auf jeden Fall Jan heißt, weil bei YouTube heißt er Jan Gaming oder hieß der mal. Ich glaube, er hat seinen Namen geändert, weiß ich nicht genau. Ich brauche mehr Details. Ist glaube ich auch einer meiner ersten und ältesten Abonnenten. Gut, so lange mache ich das Ding jetzt ja noch nicht, aber etwas über ein Jahr bin ich ja dabei. Und da freue ich mich jetzt drauf. Ich hoffe, der freut sich auch. Fährt auch bald 125er, hat jetzt bald in zwei Wochen hat er seine Theorieprüfung. Ah, wird er wahrscheinlich gleich alles selbst mal erzählen. Und ja, dann habe ich das Video jetzt auch, oder haben wir jetzt endlich mal einen Termin gefunden, wo wir beide auch Zeit haben. Und ich wollte daraus ja unbedingt einen Moto-Vlog und ein Video machen. Oder heißt wollte, ich habe den Jungen gefragt, ist für ihn noch in Ordnung, das als Video zu verpacken. Und da bin ich mal gespannt, wie das gleich wieder gleich wird. Ich habe jetzt so Blut geleckt, dass ich wieder Cruiser Shopper fahren will. Also ich bin echt heiß darauf, das Ding jetzt langsam fertig zu kriegen. Also ein bisschen Wind tut echt gut. Da verstehe ich jetzt nicht, warum der hier so schleicht. Egal, ich habe Zeit. Ich treffe mich jetzt um 4 Uhr mit ihm. Irgendwas kitzelt mich hier unten. Du asoziales Element! Und ich kann auch schon mal vielleicht ganz vorsichtig mal was ankündigen, wenn das so zustande kommt. Dass ich mich dieses Jahr mit, mindestens zwei anderen Motovloggern treffe, zu so einer Art Camping. Ich denke mal, da wird bestimmt auch ein oder andere Video von entstehen.
Wenn das ein bisschen dingfester ist, dann gebe ich euch ein paar Infos mehr dazu. Ah, jetzt muss ich schauen, ich muss nämlich hier lang fahren, weil da hinten war gesperrt. Ich glaube nicht, dass meine Shopper bis dahin fertig ist, also werde ich mit meiner kleinen Biene hier fahren. Zelt und so kriege ich schon alles hinten drauf, habe ich früher auch mal geschafft. Wird wohl kein Problem sein. Was ist denn, wenn ich hier rechts fahre? Soll ich da einfach mal lang fahren? Na, ich habe doch ein Anliegen. Wenn ich da lang fahre, habe ich doch ein Anliegen, oder? Ich könnte ja sagen, ich will zum Hesenhof. Ja, da will ich auch hin. Ich weiß nur nicht, ob ich jetzt so dann halt da hinkomme. Aber da hinten ist der, ich sehe da schon den hohen Turm oder was, wo die Störche oben immer sind. Jetzt ein richtiges Sommerfeeling jetzt. Ich war jetzt auch vor 2 Tagen an der Nordsee für den ganzen Tag. Ach, das war so schön. Das ist mein Lieblingsort da, wo wir immer hinfahren. Und ich freue mich schon, wenn ich da mit der Shopper hinfahren kann. Soll ich mal schauen, ob ich hier richtig bin? Gott sei Dank nicht ganz so heiß, dass man sich jetzt hier einen abschwitzt. Also ich meine, irgendwie 26, 27 Grad müssten wir haben. Wenn ich nachher zurück bin, dann grillen wir auf jeden Fall wieder zu Hause. Ah, da ist wieder Sackgasse, aber Hesenhof müsste ich dann links fahren. Ach so, okay, ist sogar beschildert. Das interessiert mich, den Scheiß. Ah, ich bin mal gespannt, wie der Junge so ist. Ich hoffe, du freust dich über das kleine Präsent, über die kleine... Ja, über den kleinen Gewinn. Kleiner Funfact am Rande. Als er das gewonnen hat, als er die Benachrichtigung gekriegt hat, wollte er wohl gerade auch eine Handyhülle von Kuldewu bestellen. Und ja, jetzt hat er ja von mir eine gewonnen. Also Punkt für mich. Finde ich schon mal geil. Hier wird schon aggressiv angeguckt, wenn du Motorrad hier lang fährst. Verschwind! Egal. So, und hier treffe ich mich. Du bist meine Verabredung? Ja. Haha, wunderbar. Hi. Jan heißt du, ne? Ja. Ja, aber mal hattest du mal Jan Gaming und ich glaube bei YouTube hattest du mal deinen Namen geändert oder so, ne? Mhm. Ja, da war ich ein bisschen verwirrt. Okay. Hier hast du auf jeden Fall schon mal deinen Gewinn. Da ist deine Hülle, der Aufkleber und der Button, den habe ich auch da hinten reingelegt. Bitteschön. Danke. Bist du aufgeregt? 2 Wochen noch? Prüfung? Ja, nee, fahren. Bei uns an der Schule jetzt sehr viele mit dem Motorrad hin. Ja, ich hätte früher auch mal mit 16, 17 die 125er machen sollen, aber ich war ein bisschen doof. Ist nur wegen Corona ein bisschen doof. Wie gesagt, die Prüfungen Ja. Sind alle... Grünes Fahrrad passt ja zu Kawasaki. Dein Moped hast du schon zu Hause? Nee. Noch nicht? Aber du hattest mir ein Bild geschickt von, was war das, eine Ninja 125? Ja, ich weiß noch nicht ganz, ob ich die dann holen werde, aber... Ich guck halt, welche gebraucht Ja. Günstig im Angebot ist. Ja. Sagte mein Papa auch, er hat, glaube ich, eine Kawasaki Z1100. Es gibt eine ZXR1100, glaube ich. Ja. Ein schönes Ding. Ja, die Kawasaki, die mein Vater hatte, finde ich auch schön. Ich bin so eine auch mal gefahren. Also habe ich mal ausgeliehen. Steht jetzt gerade rum, ist ein bisschen, müssen wir noch lackieren lassen, weil Papa hatte vor, ist jetzt schon 5 Jahre her, Unfall damit hier in Rüttberg. Ich hoffe, hat er sich nicht schwer verletzt. Zum Glück nur den Arm gebrochen. Mhm. Er will die halt blau lassen, weil die hinten so einen Totenkopf hinten drauf ist. Ah, als Airbrush oder was, auf dem Lack drauf? Ja, deswegen will er die halt nicht komplett umlackieren lassen. Kann ich verstehen. Bei uns an der Schule stehen, ich glaube, 4 Dukes. Dann stehen da 2 Enduros rum. Ja. Auf dem Gymnasium stehen 2 Ninjas rum. Ja, eine Ninja habe ich auch schon gesehen. Ich glaube, ein Mädchen fährt zum Teil und einen Jungen habe ich auch schon gesehen. Ja, dem Jungen, den wurde die mal geklaut. Gleich eins aufs Maul. Da, wo ich geteilt habe, ja. War das? Ja. Wurde ihr wenig später 300 Meter weiter weg gefunden. Ja. Beziehungsweise wurde der Ninja geklaut und dann haben die Idioten, die das geklaut haben, beim Wohnfuchs hingestellt. Toll. Hat es ja gelohnt. Ja, ich glaube, du bist einer meiner ersten ältesten Abonnenten. Ja. Ja, ich habe jetzt knapp ein Jahr, etwas über einem Jahr und du warst schon von ziemlich Anfang an dabei. Ich weiß überhaupt nicht, hatte ich irgendwas auf YouTube geguckt, da hatte ich das Videos gesehen, ich glaube OKF Rheinberg oder so. Ja, genau. Und da dachte ich mir so, schauen wir mal rein. Ja, ja. Hab mal auf YouTube, deswegen hieß es ja Jan Gaming, so Gaming-Videos hochgeladen und so. Ja, da habe ich auf Twitch gewechselt. Mhm. Dann habe ich halt auch meinen YouTube-Namen geändert, deswegen, dass die Leute von YouTube wissen, dass ich jetzt auf Twitch mehr aktiv bin.
Ja, ich gehe da vorne immer die Tiere füttern mit Brot und so. So, jetzt wird mir aber langsam warm hier im Motorradklamotten. Du musst auch wieder weiter, ne? Irgendwas musst du ja, du musst ja noch los, ne? Ja. Dann machen wir uns mal wieder auf den Weg. Vielleicht sehen wir uns wieder demnächst. Viel Spaß mit deinen Zeugs. Danke. Bitteschön. So, Leute, ich habe Mikrofon wieder dran gesteckt. Das war der Jan, der Gewinner und einer meiner ältesten Abonnenten. Netter junger Kerl. Und ist gerade kurz vor seinen Abschlussprüfungen an der Schule. Hat bald sein 125. Sprachenlernen Bubble. Hat bald seinen 125er-Schein. Ah, jetzt muss ich eben gucken. Jetzt habe ich die Tasche wieder nicht zugemacht, ich voll Trottel. Wenn scheiße läuft, bleibt scheiße. Ich habe nämlich jetzt die neue dran, weil die nämlich genauso groß war wie diese Verpackung von der Handyhülle. So, jetzt aber los, ein bisschen kühle Luft tanken hier. So, da habe ich das Verlosungsding, meine erste Verlosung jetzt auch hinter mir. Hat ja gut funktioniert soweit. Ich finde das auch immer schön, wenn so junge Menschen Motorrad fahren wollen, weil die Eltern auch Motorrad fahren, ist ja bei ihm auch der Fall. Und sein Vater hat ja auch eine Kawasaki ZRX 1100. Finde ich geil, wenn die da mitmachen, die Jungs. War ja bei mir genau der gleiche Fall. Ich saß ja auch schon als Baby auf dem Motorrad. Ich weiß nicht, wie mein Vater das geschafft hat, dass ich da stehen bleiben konnte. Oder sitzen bleiben konnte, ohne runterzufallen. So. Ja, der guckt wohl fleißig meine Videos. Finde ich sehr geil, Jan. Hat auch die Leidenschaft für Computer, so wie ich die habe. Finde ich schon mal sehr geil. Ich hoffe, dass er Spaß hat, wenn er seine 125er endlich hat und seinen Führerschein. Na, vielleicht fahren wir da mal zusammen. Ich denke mal, das war es für heute. Ja, ich hoffe auch, die Handyhülle passt. Musst du mir mal... Oder machst du ein Foto, lädst auf Instagram hoch und verlinkst nämlich mal am besten. Dann kann ich sehen, ob deine Sachen passen. Und... Oder beziehungsweise die Handyhülle passt. Ich weiß nicht, was du mit den anderen zwei Sachen machst. ja gut, das war jetzt mein erstes Gewinnspiel. Oder die erste Verlosung, sag ich mal so. War einfach eine kleine Verlosung als Dankeschön. Ja, war als Dankeschön für die 100 Abonnenten. Jetzt habe ich aber schon, naja, fast 200 will ich nicht sagen. Ich habe jetzt aktuell, ich habe vorhin nochmal geguckt, 185 Abonnenten. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Da ist immer so ein, ja, manchmal hast du dann zwei, drei Stück an einem Tag wieder mehr und einen Tag später hauen die auch wieder ab. Also wahrscheinlich gefällt denen dann gerade nur ein Video, was sie geguckt haben, ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und dann denken sie sich wahrscheinlich, ah nee, der ist doch voll dir, der Vogel, den will ich gar nicht gucken. Das ist ja vollkommen in Ordnung, ne? Dafür gibt es halt andere YouTuber, die man sich reinziehen kann. Meine Frau hat mal letztens gesagt, ich soll euch sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal im Video gesagt, egal. Meine Frau hat gesagt, ich soll euch sagen, ihr müsst mich alle abonnieren, damit ich von YouTube leben kann, damit die zu Hause bleiben kann. Ja, Leute, wisst ihr Bescheid, abonnieren, damit ich davon leben kann. In dem Sinne war es das für dieses Video heute. Und jetzt muss ich mir ja schon langsam Gedanken machen, wann ich die nächste Verlosung machen könnte und was ich verlosen könnte. Ich denke mal, es wird sich dann mehr ins Technische bewegen. Vielleicht ein Ladegerät für Moped oder sowas in der Art. So, Leute, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Und haut rein, Leute. Denkt dran, meinen Kanal abonnieren, meine Videos liken, wenn die euch gefallen. Wenn nicht, macht einen Daumen runter. Dann sehe ich, okay, das kommt vielleicht nicht so gut an, aber letztendlich mache ich sowieso das, worauf ich Bock habe. Aber ich werde auch auf das ein oder andere eingehen. Auf Instagram bin ich ja auch aktiv, folgt mir da gerne. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einfach weiter meine Sachen schaut und dass ich gemeinsam mit euch mehr wachsen kann. Ja, Leute. Dann haut rein, wir sehen uns.